Zerstört der Anime-Tourismus Japan? Also wenn Anime-Fans nach Japan kommen, um Orte aus Animes zu besuchen. Darum soll es heute gehen. Gleich nach dem Intro. Es gibt in den letzten Jahren ein Phänomen, was in der Anime-Community immer präsenter wird. Anime-Fans, die nach Japan reisen und dort Orte aus einem Anime besuchen. Oder auch Japaner, die den Schauplätzen einen Besuch abstatten. So muss man nämlich wissen, dass viele Orte in Anime echt sind. Und damit meine ich nicht nur Tokio oder Kyoto. Das sollte ja jeder Anime-Fan wissen, dass es die wirklich gibt. Auch die anderen Orte, die man vielleicht nicht sofort wiedererkennt, gibt es meist wirklich. Man kann also wie die Charaktere durch die Stadt oder das Dorf gehen. Viele sind auch ziemlich getreu nachgebildet. So gibt es ja oft Vergleichsbilder, sogar schon, wenn ein Anime noch gerade im japanischen Fernsehen läuft. Und die sind akkurater, als man denkt. So zum Beispiel bei der Rom-Com Rasgirl Does Not Dream of Bunnygirl Senpai. Die kriegt ja gerade auch einen Kinofilm, welcher es auch zu uns geschafft hat. So läuft dieser nämlich auf dem Akiba Pass Festival Anfang 2020. Dort feiert er dann auch seine Deutschland-Premiere. Nur als Randnotiz. Es ist schon ziemlich beeindruckend, wie detailverliebt auch die Orte aus dem Anime nachgebildet wurden. Von der Bahnstation bis hin zum Strand. Oder auch die Insel Inoshima mit ihrem Schrein. Aber auch Fujisawa City. Auf Crunchyroll kann man ja mal selbst etwas genauer sich den Vergleich anschauen. Der ist nämlich wirklich ziemlich detailliert. Die meisten werden jedoch solche Vergleichsbilder sicherlich von Your Name kennen. So sind die Treppen, auf denen sich die beiden zum ersten Mal treffen, ein wahrer Touristenmagnet geworden. Im Anime sieht das natürlich etwas schöner aus, aber naja. Deswegen schauen wir ja gerade Anime-Serien. Die Orte ein bisschen zu verschönern, ist ja kein Problem. Aber nicht nur diese Orte gibt es in der Realität, noch viele andere Orte wurden nachgebildet. Doch kommen wir nun zum eigentlichen Thema. Was bedeutet das nun für den Tourismus, für Japan im Allgemeinen und für die Orte aus dem Anime? Welche Probleme entstehen durch die vielen Anime-Fans? Doch bevor wir uns mit den negativen Auswirkungen beschäftigen, reden wir doch erstmal über die positiven, denn die gibt es natürlich. Und dies kann man besonders an dem Slice of Life Camping-Anime Eurocamp sehen. Dieser handelt von zwei Mädels, welche zusammen im Winter campen gehen. Ja genau, wenn es draußen kalt ist, nicht im Sommer. Dieser lief passend in der Winter Season 2018 und war damals recht beliebt. So wurde er nämlich von Crunchyroll, die ihn bei uns lizenziert haben, ziemlich gepusht. Doch auch in Japan erfreute sich diese Serie großer Beliebtheit. Und auch dieser Anime nimmt echte Orte und eben auch echte Campingplätze als Vorlage. Dabei ist er wiederum ziemlich akkurat. Dies kommt auch nicht von ungefähr, denn das Team des Animes ging sogar selbst im Winter campen. Damit wollten sie am eigenen Leib erfahren, wie es sich anfühlt, zu der Jahreszeit draußen zu zelten. Dadurch wirkt natürlich ein Anime gleich viel authentischer, also wenn man ja eben seine echten Erfahrungen und Erlebnisse mit einfließen lassen kann und sich eben nicht nur auf Berichte verlassen muss. Das merkt man aber nicht nur in der oberflächlichen Darstellung der Orte. Der Anime gibt einem nämlich sogar regelmäßig Tipps, was man beim Campen beachten sollte, also wie man zum Beispiel ein Feuer machen kann oder welche Zeltvarianten es gibt. Ein erfahrener Camper weiß das natürlich alles schon, aber für jemanden, der noch nie sowas gemacht hat, sind das sicherlich nützliche Tipps und man kann sich schon denken, was dadurch passiert ist. Genau, die Campingplätze, wo der Anime spielte, haben einen enormen Zulauf bekommen. Sogar im Winter gab es dreimal mehr Besucher als sonst. Dadurch entstehen natürlich auch für den Campingplatz deutlich mehr Einnahmen. Entweder durch Platzgebühren, also der Preis, um dort überhaupt campen zu dürfen, oder auch durch die Verpflegung bzw. die Campingutensilien, die die Leute kaufen. Aber nicht nur die Campingplätze profitieren durch den Anime. So hielt man sogar Events ab mit kleinen Live-Konzerten. Dort wurde zum Beispiel das Opening und das Ending gesungen. So fand auch an der Schule der Hauptcharaktere eines der Events statt. Dieses Event leitete sogar der Bürgermeister des Ortes ein. Er ermunterte auch die Fans, auch nach dem Event wiederzukommen und die entspannte und freundliche Atmosphäre der Stadt zu genießen. Es sollte somit klar sein, dass man damit auch den inländischen Tourismus ankurbeln kann und will. Also dass so ein Anime wie Eurocamp die Aufmerksamkeit auf einen Ort lenkt und die Fans auch später als normale Besucher wiederkommen. Aber nicht nur inländische Touristen will man dazu motivieren, die Orte aus Animes zu besuchen. Gerade in den letzten Jahren kommen auch viele aus dem Ausland nach Japan, besonders aus Asien. Sie haben es ja auch nicht so weit. So gaben bei einer Umfrage von 2018 fast 5% der Touristen an, dass sie Anime- und Filmorte besucht haben. Dies sind, wenn man das hochrechnet, 1,24 Millionen Menschen. Denn in dem Jahr kamen über 31 Millionen Touristen nach Japan. Anime ist also nicht nur einer der wichtigsten
wichtigsten Exportschlager aus Japan. Es bringt eben auch viele Fans ins Land. Mit ihnen, also mit den Touristen, kommt eben auch das Geld. Und dies haben manche Bereiche von Japan auch bitter nötig. So nehmen zum Beispiel immer mehr Tempel in Japan auch Touristen auf. Denn sonst könnten sie nicht überleben. Die knappen Kassen kann man wohl besonders mit dem dramatischen Bevölkerungsrückgang erklären. Aber das geht hier zu weit. Deswegen müssen die Tempel eben neue Möglichkeiten finden, um an Geld zu kommen. Touristen bei ihnen übernachten zu lassen, wäre eine Möglichkeit. Doch wo ist nun das Problem? Das hört sich doch bis jetzt echt super an, oder? Animes dienen nicht nur als Werbung für das Originalwerk, also den Manga oder das Light Novel. Nein, sie sind auch Werbung für den Ort, in dem die Serie oder der Film spielt. Dadurch kommen Besucher aus Japan oder eben Touristen von weiter her und bringen ordentlich Geld mit. Dies geben sie in Läden oder bei Events aus, die Wirtschaft brummt und alle sind glücklich, oder? Nun, so einfach ist es dann doch nicht. Denn wie fast alles im Leben gibt es auch eine andere Seite der Medaille. So haben sich nämlich die Touristenzahlen seit 2011 enorm gesteigert. Von 6 Millionen jährlich auf fast 29 Millionen im Jahre 2017. Wie schon gesagt, bringt dies enorme Vorteile mit sich. Aber es werden nun auch immer mehr Stimmen laut, die sagen, dass das Limit erreicht sei. Gerade kleinere Orte sind ziemlich ausgelastet. Wie zum Beispiel die Kleinstadt am Meer, Kamakura. So hat die Stadt nur 170.000 Einwohner. Aber dafür kommen über 20 Millionen Touristen jährlich. Das ist schon ziemlich heftig. Auch Japans traditionelle Kaiserstadt Kyoto wird durch Touristen überfüllt. Gerade da auch dort viele berühmte Sehenswürdigkeiten sind. Dort sammeln sich natürlich die Touristen, was für die Einwohner schon nervig sein kann. Außerdem lassen viele Touristen auch Müll da und die Instandhaltung der Sehenswürdigkeiten wird auch immer schwieriger. Doch was hat das jetzt mit den Anime-Fans zu tun? Nun, auch beim Anime-Tourismus, also wenn Anime-Fans zu Orten aus Animes reisen, kommt es zu den gleichen Problemen wie beim normalen Massentourismus. Die Probleme werden jedoch beim Anime-Tourismus noch verstärkt. So gibt es oft besondere Orte, die in den Anime eine spezielle Rolle spielen. Dort sammeln sich dann meist die Anime-Fans und machen davon ein Foto. Diese Orte sind jedoch in der Realität meist relativ normal. Sie sind deswegen auch nicht unbedingt für massig Touristen ausgelegt. Zum Beispiel ein kleines Restaurant, wo die Charaktere immer essen. Bei Geschäften ist dies ähnlich. Das kann dazu führen, dass wenn man in der Nähe von so einer Location wohnt, man dort vielleicht gar nicht mehr entspannt einkaufen kann. Aber nicht nur Restaurants und Geschäfte sind betroffen. Auch kleine Bahnlinien können schnell überfüllt werden. So hält zum Beispiel eine Bahnlinie an einer speziellen Kreuzung. Die ist gerade für Fans des alten Basketball-Animes Slam Dunk relevant. Und deswegen fahren natürlich alle Anime-Fans mit dieser Linie zu der Kreuzung. Dies ist jedoch für die Pendler, die zum Beispiel zur Arbeit müssen, ziemlich nervig. Stell dir einfach mal vor, dass plötzlich in deinen Zug oder Bus noch 30 oder 50 Leute mehr einsteigen würden. Da würdest du dich auch nicht darüber freuen. Egal, ob dies nun mehr Geld in die Kassen bringt. Dir hilft das zumindest in dem Moment nicht weiter. Dann kommt noch hinzu, dass manche Orte nicht unbedingt fototauglich sind. Eben diese Kreuzung aus Slam Dunk zum Beispiel. Oft blockiert man damit auch den Weg. Also wenn mehrere Leute an der gleichen Stelle stehen und alle das perfekte Foto knipsen wollen. Manchmal fehlt den Touristen auch der Respekt. Zumindest sagen dies manche Japaner. Gerade bei Tempeln. Doch wie löst man das Problem? Besonders wichtig ist, dass man es schafft, die Massen an Touristen etwas zu verteilen. So ist ja Japan dann doch ziemlich groß. Probleme entstehen meist also nur deswegen, weil sich viele Menschen an einem Ort versammeln. Und ja, ich kann das auch schon verstehen. Wenn man an Japan denkt, dann denkt man an Tokio und Kyoto. Und dann muss man schon überlegen, wenn man noch weitere Städte aufzählen will. Doch Japan hat noch viel mehr zu bieten. Und dies zeigen auch neuerdings manche YouTube-Kanäle. So stellen diese Präfekturen bzw. Orte von Japan vor, die eben nicht komplett mit Touristen überfüllt sind. Dort lernt man auch meist das authentisch japanische Leben kennen. Denn wo Touristen sind, gibt es auch Touristenfallen, überteuerte Geschäfte und eben einfach Touristen. Ist man jedoch auf dem Land, weit weg von Tokio oder Kyoto, wird man auf sowas nicht stoßen. Deswegen sollte man sich gründlich überlegen, ob es wirklich Tokio oder Kyoto sein muss. Oder ob vielleicht eine andere Stadt oder ein kleines Dorf besser wäre. Manche Animes spielen auch gerade in eher abgelegenen Regionen. Da kommt man dann auch etwas schwerer hin. Deswegen gibt es nun auch Reiseanbieter, die eben spezielle Touren für solche ländlichen Regionen anbieten. Und solche Touren könnten auch die Lösung sein. Denn die Organisatoren haben diese ja mit den Verantwortlichen vor Ort abgeklärt. Sie wissen also, worauf sie sich einlassen. Damit kann man auch die Besucherzahlen besser in den Griff bekommen. Wenn es halt so viele Touristen sind, werden eben in Zukunft weniger Touren angeboten. Und da diese oft in eigenen Bussen stattfinden, beeinträchtigt man nicht die Pendler. Außerdem kann man dabei auf gewisse Benimmregeln hinweisen. Also halt einfach das Typische. Versuche die Einwohner nicht zu stören und halte dich möglichst an die
die kulturellen Angewohnheiten. Perfekt wäre es noch, wenn in Anime-Produktionskomitees auch immer Repräsentanten von dem jeweiligen Ort vertreten sind. Denn am besten sollte man gleich am Anfang mitreflektieren, ob man überhaupt für einen möglichen Touristenansturm gewappnet ist. Oder man kann sich vorbereiten und zumindest Aktionen gedanklich vorplanen. Wie zum Beispiel die zu dem Idol-Comedy-Anime Zombieland Saga. Dort kann man nämlich Stempel sammeln und dabei viele Orte aus der Serie besichtigen. Aber nicht nur diese, sondern auch viele andere. Damit will man auch zeigen, was die Präfektur Saga noch so zu bieten hat. Dadurch entzerrt man auch den Fanansturm. Vielleicht sollte man sich also bei der nächsten Japan-Reise nicht nach Tokio oder Kyoto aufmachen, sondern einfach mal die unbekannteren Orte besuchen. Vielleicht wird man dabei auch eine ganz neue Seite von Japan kennenlernen. Aber das soll es dann auch schon gewesen sein. Würdet ihr gerne mal nach Japan reisen? Und wenn ja, wohin? Schreibe es doch gerne in die Kommentare, drücke den Gefällt-mir-Button und abonnieren nicht vergessen. Man sieht sich im nächsten Video, bis dann!